So, und wir springen von Jesus zu Lacazette. Gefährlich seine schlau, schlau sein gefährlich. Ihr wisst Bescheid, wir gehen direkt rein. Das wurde, glaube ich, auch schon geleakt, aber ich bin Dings geblieben, habe mir das noch nicht angehört. Ich habe extra gewartet und ich bin jetzt gespannt. Okay. Den Beat und so habe ich tatsächlich tausendmal schon auf TikTok gehört, aber ich habe den Text und so ist gar nichts. Wechsel jeden Tag 10 Wagen, trenn jeden Tag 10 Kunden. Bruder, das ist so geil abgemischt, ne? Das ist so richtig Oldschool Boom Bap, aber so richtig schön. So geil einfach, Bruder. Ich melle jeden Abend Champartys, erst Marriott, dann wird's kalten. Doch wenn ich runterkomme, denk ich, Mama kriegt Falten. Über mein Leben könnte ich nicht nur ein Gedicht schreiben. Eigentlich liebe ich dich, doch ich kann's dir leider nicht zeigen. Digga, der hat auch diese Aura. Der gibt mir diese Aura wie, der hat, es gibt, hier kommen ja immer die ganze Zeit neue Rapper raus. Und alle haben so immer, das es ist immer irgendwie so, die vermittelt, also die, da kommt nichts rüber so. Und ab und zu kommt man dann immer so ein Typ, wo man sich denkt, woher kommt der? Und das ist auch so einer. Vor allem mit seiner Brille und so. Ich check nicht, was ist das für ein Typ, woher kommt der? Was macht der? Wie alt? Ich weiß nicht, ich könnte es nicht mal sagen, wie alt er ist. 20, Anfang 20, 18, Mitte 20. Und die Stimme, unverwechselbar. Die Stimme ist unverwechselbar. Richtig krass. Übel geil. Auch das hat so richtig irgendwie Würze. Voll viele deutsche Rapper, die sind so wie so ein Stück Hühnchen ohne Salz und Pfeffer, einfach so tausendmal gehört, aber der hat seine eigene Würze. Nicht nur ein Gedicht schreiben, eigentlich liebe ich dich, doch ich kann's dir leider nicht zeigen. Fick auf Straße und alles, was drumherum ist, tu keiner Fliege, was wenn's sein muss, fick den King im Dschungel. Schalt mein Handy aus, denn ich hab zu viel Kopfschmerzen. Das ist aber eine geile Line. Tu keiner Fliege was, aber wenn ich will, fick ich den King im Dschungel. Walla, ich hab nichts gecheckt. Tu keiner Fliege was, wenn's sein muss, fick den King im Dschungel. Schalt mein Handy aus, denn ich hab zu viel Kopfschmerzen. Tüten über Tüten, doch gibt's Typen, die mich noch nerven. Ein großes Herz kann ich alle in einen Topf werfen. Fing ich an zu graben, könnte schnell daraus ein Loch werden. Langsam gehen die Reime so wie Zigaretten aus. Chill mit 5000 Euro leise in ein Treppenhaus. Erst kam das Geld vom Staub, danach wurde Geld zu Staub. Alles riecht so stark nach dir, obwohl ich Kette rauch. Boah, das ist auch eine geile Line. Alles riecht, erst kam das Geld vom Staub, danach wurde Geld zu Staub. Erst kam das Geld vom Staub und dann wurde das Geld zu Staub. Ja, nee, diese Kreislauf. Klassiker. Alles riecht so stark nach dir, obwohl ich Kette rauch. Wenn ich mit der Zeit gehe, geht ihr mit der Zeit. Wir sind mittendrin. Ja, Bruder, den gab's schon irgendwo. Wenn ich mit der Zeit gehe, geht ihr mit den. Den hab ich schon irgendwo gehört. Wenn ich mit der Zeit gehe, geht ihr mit der. Ich hab den irgendwo mal gehört, ich weiß aber nicht. Aber das ist auch eine geile Line. Geht ihr mit der Zeit. Wir sind mittendrin, die anderen nur mit dabei. Mich jagt das Glück, Lucky Lock, das Pech im Hinterhalt. Alles vergeht, doch ich will, dass du für immer bleibst. Wechsel jeden Tag 10 Wagen, treff jeden Tag 10 Kunden, 20 Mille jeden Abend. Champartys, erst Marriott, dann wird's kalten. Doch wenn ich runterkomme, denk ich, Mama kriegt Falten. Über mein Leben könnte ich nicht nur ein Gedicht schreiben, eigentlich liebe ich dich. Ja, manchmal, mir fällt irgendwie auf, der stapelt einfach oft einfach auch so Facebook-Zitate. Viele davon sind auch krass, aber ich weiß nicht, ob er vieles auch irgendwo einfach so aufgeschnappt hat und dann einfach so alles stapelt im Text. Also bei dem Song fällt mir das gerade krass auf. Beim letzten Song, da waren viele krasse Sachen, aber die Hälfte habe ich auch wieder nichts gecheckt. Ich doch, ich kann's dir leider nicht zeigen. Fick auf Straße und alles, was drumherum ist. Tu keiner Fliege, was wenn's sein muss, fick den King im Dschungel. Der sieht aber schon jung aus. Ich glaube, der ist jung. Ich glaube, der ist so 20, 19 oder so. Kippe zu meinem Kaffee, merke nach der Session, wie mein Magen schrumpft beim Abnehmen. Wir waren circa 23, schon mit 18. Du würdest liegen bleiben, wenn du wüsstest, was hier abgeht. Du wirst verrückt, wenn du unberührbar bist. Aber gleichzeitig alle deine Freunde gerade in Habs gehen. Leck die Haare, lass die Locke bisschen abstehen. Schäm mich, wenn ich batzähl, während du Kartoffeln abschälst. Du hattest kein Lachen im Gesicht, doch wolltest mich zum Lachen bringen. Ich lachte über dich, das etwas aus mir führt. Hä, hey, was? Du hattest kein Lachen im Gesicht, doch wolltest mich zum Lachen bringen. Ich lachte über dich, das etwas aus mir. Warte, die Line habe ich überhaupt nicht gecheckt. Du hattest kein Lachen. Du hattest kein Lachen im Gesicht, aber du hast. Was? Lachen im Gesicht, doch wolltest mich zum Lachen bringen. Ich lachte über dich, okay. Das etwas. Okay.
gehen. Leck die Haare, lass die Locke bisschen abstehen. Schäm mich, wenn ich erzähl, während du Kartoffeln abschälst. Seine Textstruktur erinnert mich voll an die von Chelo. Der rappte auch früher immer so. Der hat immer so ein Ding gemacht und das hatte am Ende so von der Betonung so ein Down. Immer so. Du hattest kein Lachen im Gesicht, doch wolltest. Ich laber irgendwas. Du wolltest mich zum Lachen bringen, ich lachte über dich. Dass etwas aus mir führt, dachtest du dir nicht. Du hast jedes Mal allein deine Tränen abgewischt. Trag die Brille immer, wenn ich eine zieh. Oder wenn ich will, dass du meine Augen gerade nicht siehst. Lucky zieht nur Hochprozentiges. Schau mir in die Augen, frag, ob tot lebendig ist. Wechsel jeden Tag 10 Wagen, treff jeden Tag 10 Kunden, 20 Mille jeden Abend. Champartys, erst Marriott, dann wird's kalten. Doch wenn ich runterkomme, denk ich, Mama kriegt Falten. Über mein Leben könnte ich nicht nur ein Gedicht schreiben. Eigentlich liebe ich dich, doch ich kann's dir leider nicht zeigen. Fick auf Straße und alles, was drumherum ist. Tu keiner Fliege was, wenn's sein muss, fick den King im Dschungel. Der Beat ist krass, oder? Der Beat ist echt krass. Wechsel jeden Tag 10 Wagen, treff jeden Tag 10 Kunden, 20 Mille jeden Abend. Der hat halt so eine sehr krasse, so einprägende Stimme. Auch die Art, wie er Sachen betont und ausspricht. Da hat der echt einen guten Löffel, so. Wenn man das so sagt. Aber auch vor allem die Hook bleibt heftig im Kopf. Ich sag euch echt, die Parts waren jetzt nicht so krass. Da fand ich den letzten Song krasser. Von den Lines. Weil viele Lines gaben mir hier extrem krasse WhatsApp-Status, weil Dinger oder Facebook-Zitate so. Ich glaube, vieles davon ist auch irgendwo aufgegriffen. Ich Mama kriegt Falten. Über mein Leben könnte ich nicht nur ein Gedicht schreiben. Eigentlich liebe ich dich, doch ich kann's dir leider nicht zeigen. Fick auf Straße und alles, was drumherum ist. Tu keiner Fliege was, wenn's sein muss, fick den King im Dschungel. Vor allem, über was redet der alles? Der mischt 80 Themen miteinander. Er redet über Liebe. Im nächsten Satz redet er über, ich fick den Dschungel-Typen. Dann redet der, was mit Falten, oder was für Falten? Aber ich kenne ihn nur noch zu wenig. Ich kann das auch nicht so krass beurteilen. Wie krass sein Charakter ist. So, ich kann das kaum beurteilen. Ich glaube, ich muss auch mal mehr Songs von dem hören. Ich habe jetzt bis jetzt nur das und das letzte gehört. Das war's auch. Und diesen einen, wo man diesen Videogame-Sound im Hintergrund gehört hat. Ja, bis jetzt wirkt es authentisch. Es ist nur die Frage, ob es authentisch bleibt. Weil irgendwann die Leute fangen an, diese Rapper fangen an, die werden berühmt und dann fangen die an, nicht mehr coole Musik zu stapeln, sondern nur noch Käse. Da kommt nur noch Käse bei raus. Deswegen. Das wird sich mit der Zeit zeigen so. Aber bis jetzt wirkt sehr authentisch und cool. Also es macht Spaß, dem zuzuhören. Man ist gespannt, was er sagt so. Aber der muss ein bisschen chillen mit seinen Facebook-Zitaten. Das ist ein bisschen zu viel irgendwann. Weil viele kennt man davon. Da weiß man, dass er das von Facebook hat. Aber ja, trotzdem geil.